Guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Ich habe heute Morgen ganz viel Zeit damit verbracht, mein Skript, könnte man so sagen, oder meine Moderationskarten vielleicht auch, für das Uni-Projekt fertig zu machen. Da habe ich euch ja im letzten Vlog von erzählt und weil ich es gestern Abend leider nicht mehr geschafft habe, habe ich mich dann heute Morgen wieder rangesetzt und mir ist echt aufgefallen, einer der größten Motivatoren. Hier ist eine sehr, sehr laute Fliege unterwegs. Einer der größten Motivatoren ist es, einen Ausgleich zu finden und eine Balance zu haben. Wenn man Sachen machen muss, auf die man nicht so viel Lust hat oder die einfach sehr viel Konzentration zum Beispiel erfordern, weil die Sachen für die Uni machen mir ja Spaß. Es ist nur sehr aufwendig und ich muss wirklich sehr, sehr fokussiert bleiben. Und das fällt mir eben teilweise schwer. Aber ein Ausgleich, zum Beispiel zwischendrin 5 Minuten Pause machen und einfach zu Musik tanzen, die ich gerne mag, oder dann 25 Minuten statt an der Aufgabe weiterzuarbeiten, ein Video zu bearbeiten, um einfach so ein bisschen Abwechslung reinzubringen, funktioniert für mich gut, weil ich dann nicht das Gefühl habe, ich muss die ganze Zeit nur strikt an der einen Sache arbeiten, sondern ich habe so ein bisschen mehr Freiraum. Ist natürlich auch einfach so eine psychologische Geschichte irgendwie. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch funktioniert, aber ich glaube, Ausgleich, Abwechslung sind Punkte, die im Leben generell sehr wichtig sein können. Ich glaube, man kann es nie für alle Menschen pauschalisieren. Aber ich habe das jetzt auch schon so oft in Interviews von MusikerInnen gehört, die ihren Job lieben und so gerne Musik machen, aber irgendwann den Spaß daran verlieren, weil sie es eben machen müssen und weil sie die ganze Zeit da dran hängen und denen es dann eben geholfen hat, eine Balance zu finden. Also zum Beispiel nebenbei einmal die Woche zum Tanzen zu gehen oder surfen zu gehen oder was auch immer. Und das hat dann dazu geführt, dass diese musikalische Seite plötzlich wieder viel lockerer und leichter war. Und da ist die Fliege einmal schön durchs Bild. Was ist denn los mit dir? Entspann dich doch mal, setz dich irgendwo hin. Okay, ich mache jetzt das Fenster auf, damit sie raus kann. Jedenfalls wollte ich sagen, ich kann euch das nur empfehlen, falls ihr irgendeine Sache. Und was? Nein, falsche Richtung. Falls ihr irgendeine Sache habt, die ihr schon total lange richtig, richtig gerne macht, aber irgendwie aktuell den Spaß daran verloren habt. Vielleicht liegt das daran, dass ihr einfach ein bisschen Abstand mal davon braucht, ein bisschen Abwechslung, um dann wieder mit voller Energie da rein starten zu können. Nur ein Gedankenanstoß. Weiß ich nicht, ob das jetzt bei jeder Person so ist und funktioniert, aber vielleicht hilft es ja jemandem. Ich werde mir jetzt was anderes anziehen. Ich hatte nämlich gerade noch hier die Jogginghose an und dann machen Mali und ich einen kleinen Spaziergang, bevor ich dann anfange zu drehen und Mali, glaube ich, an ihrer Bachelorarbeit weiterschreibt. So sieht's aus für heute. A lot to do, aber ich freue mich so sehr aufs Ergebnis, dass ich die Motivation dafür finde und die Kraft und die Energie. Ich habe keinen Kaffee mehr da, Freunde, das ist wirklich schwierig. Ich bin nicht koffeinabhängig, ich trinke nicht jeden Tag Kaffee, aber gerade wenn ich Kopfschmerzen habe, dann hilft mir so ein Espresso echt total. Ich glaube, das zieht irgendwie so die roten Blutkörperchen so ein bisschen zusammen. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Ich bin nicht ganz sicher. Und das kann gegen Kopfschmerzen helfen, je nachdem, wo sie herkommen. Und das tut es bei mir oft. Ja. Aber heute muss grüner Tee ausreichen. Und frische Luft. So, die Frau hier hat sich mehr Schaukel-Content gewünscht. Schaukeln sind einfach so entspannt, weil es halt einfach so leer ist im Mauerpark. Vor allem im Vergleich zu gestern. Haben wir ja gesehen im Vlog. Die Menschen wissen es ja sogar. Aber es war halt auch einfach Sonntag. Ui, wir sind leider so gar nicht im Gleichschwung. Oh, so mit Weitwinkel ist gut. Ich glaube wirklich, Schaukeln ist gut so für die mentale Gesundheit. Balsam für die Seele, stimmt. Man fühlt sich so leicht dabei. Vor allem, wenn man so hoch, ganz hoch ist und dann so ein bisschen so hüpft und wieder runtergeht. Ja, vielleicht ein bisschen wie beim Schwimmen, wenn man auch so leichter wird und das Körpergewicht kurz weg ist. Heute sind hier einfach ganz viele
Schriftzüge hinten mitgemalt. And as always, sehr viel Müll. Obwohl du ein Praktikum machen möchtest. Ich möchte ein Praktikum bei einem Maler machen, bei der Malerin. Und dann möchte ich einfach dafür, weil es so satisfying ist, streichen. Ja, also hier wird es immer so ab und zu natürlich komplett wieder überstrichen. Basic! Und ich habe das Gefühl, hier sind mehr Mülleimer dazu gekommen, was sehr gut ist. Das sind Luise, du und ich. Ah, das sind wir, ja. Ich. Ja. Funny. Das macht sich auch gut als Second Day. Einer meiner Favoriten, der ist leider mittlerweile nicht mehr sicher, nicht sichtbar. Genau, weil er nicht sicher war. So. You can step on me, it's okay. Und da stand, war da halt so ein Figürchen drüber. Ich blende euch ein Foto ein, falls ich das noch finde. Ja, dann drehen wir jetzt unsere Runde und gehen wieder zurück, ne? Ach, Leute, ich habe gerade von der Situation in Afghanistan gehört. Es ist einfach so furchtbar, dass ich überhaupt nicht weiß, was ich sagen soll. Ja. Falls ihr nicht wisst, wovon ich rede, ich werde da jetzt nicht so im Detail drauf eingehen, weil es wirklich schlimme Ereignisse sind und es wahrscheinlich schon sogar eine Triggerwarnung erfordert. Aber ich verlinke euch Sachen in der Infobox und da könnt ihr euch gerne informieren. Ich gehe davon aus, dass dieser Vlog erst online kommt, wenn die Situation schon wieder ein paar Wochen zurückliegt. Deshalb kann ich euch jetzt auch keine Petitionen verlinken, die irgendwie helfen. Ich kann dann zu dem aktuellen Zeitpunkt nochmal schauen. Dachte, ich nehme das aber zum Anlass, um generell darüber zu sprechen, dass oder was man in solchen Situationen machen kann, wenn man schreckliche Nachrichten hört, wenn irgendwo furchtbare Dinge passieren und man irgendwie die ganze Zeit nur auf Social Media davon hört und sich so denkt, okay, ist alles echt schlimm, aber was kann ich denn machen? Wie kann ich denn helfen? Kann ich überhaupt helfen? Und ich glaube, die Sachen, die man auf jeden Fall immer machen kann, sind Geldspenden an Hilfsorganisationen, die vor Ort sind oder die irgendwie involviert sind und den Menschen vor Ort helfen können, Petitionen unterschreiben, weil die nun mal dann Forderungen an die Regierung stellen und die Regierung kann wirklich was machen. Die kann zum Beispiel Flugzeuge hinschicken und Menschen aus dem Land rausholen oder so und die eben retten. Auch PolitikerInnen mit Forderungen auf Twitter oder Instagram anschreiben oder per E-Mail an die Regierung. Also sich auch direkt an die wenden. Oft gibt es dann auch schon so vorformulierte Sachen, bei denen es sich lohnt, wenn man die auch einfach mit unterzeichnet oder nochmal losschickt, um da eben Druck zu machen, damit wirklich was passiert. Und Beiträge teilen, in denen ja auch Dinge stehen, die man machen kann, Informationen stehen, damit mehr Leute sich damit beschäftigen, mehr Leute dann die Petitionen unterzeichnen. Sorry, ich kann nicht mehr reden. Geld spenden und so weiter. Einfach gucken, dass das Thema irgendwie in aller Munde ist, damit eben vor allem auch die Leute darauf aufmerksam werden, die vielleicht auch die Möglichkeit haben, mehr Geld zu spenden, weil ich denke, wir kennen alle diese Situation. Man wird ständig auf der Straße angequatscht und soll hier für die Hilfsorganisation und für die und für die und ich bin schon Mitglied bzw. Spende für gewisse Organisationen, aber ich kann natürlich nicht für jede Organisation und für jeden Zweck irgendwie was spenden. Und deshalb ist es dann umso wichtiger, das eben zu teilen, damit andere Leute vielleicht spenden können. Genau. Und Petitionen kann man immer unterschreiben. Das kostet nichts, dauert nur ein paar Sekunden. Und wenn ihr es regelmäßig habt, dann habt ihr ja auch schon irgendwie so einen Account und müsst dann nicht mehr irgendwie alles eingeben oder so. Und ganz, ganz, ganz wichtige Sache, wählen gehen. Immer, immer wieder ist das so ein wichtiges Thema. Wahlen bestimmen unsere Zukunft und Wahlen bestimmen die Regierung. Und die Regierung entscheidet letztendlich, was in solchen Situationen wirklich passiert. Aktuell haben wir anscheinend nur... Ich möchte mich jetzt hier nicht im Ton vergreifen, aber Menschen da sitzen, die sich sehr, sehr, sehr wenig, nicht genug für Menschen in Not interessieren. Oder zumindest sind die nicht in der Mehrheit, sodass irgendwie nichts getan wird. Und es ist einfach schlimm mit anzusehen, dass da Menschen sind, die die Möglichkeiten hätten, anderen Menschen zu helfen, es aber nicht tun. So, es gibt die Möglichkeiten, Leben zu retten, aber sie werden nicht genutzt. Wie krank ist das? Es ist einfach total verrückt eigentlich. Und
da kommen wir dann eben als WählerInnen ins Spiel. Wir bestimmen diese Leute, die da oben sitzen. Und wenn wir nicht dafür sorgen, dass da in Zukunft Leute sitzen, die ja irgendwie unsere Interessen vertreten, dann wird das auch so bleiben, dass wenn solche Situationen in anderen Ländern oder generell Notsituationen auftreten, dass auch dann wieder niemand gerettet wird. Und selbst wenn man jetzt jemand irgendwie ist, dem es nicht ausreicht oder das die als Person nicht schlimm genug findet, dass andere Menschen da eben leiden, ich finde, das sollte Grund genug sein, stellt euch vor, dass ihr genauso die Person sein könntet, die in dieser Situation ist. Und damit meine ich wortwörtlich, sind ja teilweise auch Urlaubsregionen, das war so ein bisschen blöd gesagt, weil da ja auch einfach Menschen leben, das heißt, es sind natürlich nicht einfach nur Urlaubsregionen, aber für uns sind das teilweise Urlaubsregionen. Wenn dann irgendwie was passiert und ihr euch vielleicht gerade in dem Land aufhaltet, möchtet ihr in dem Moment ja auch Hilfe erhalten. Man weiß nie, was passiert. Es können alle möglichen Sachen passieren. Es kann ja auch eine Unwetterkatastrophe sein, wie wir das vor kurzem erst in Deutschland hatten. Und jeder möchte oder erwartet und kann auch erwarten, in so schlimmen Situationen Hilfe zu bekommen. Deshalb, wenn nicht für die anderen, denkt an euer eigenes Zukunfts-Ich und sorgt dafür, dass in der Regierung Menschen sitzen, die sich dafür interessieren. Und die sich nicht, wenn im Bundestag eine halbe Stunde nur, ich habe eben so einen Beitrag gesehen, dass da eine halbe Stunde drüber geredet wurde. Sekunde, das war vom Spiegel, ich lese euch das kurz vor. Das ist nur ein Ausschnitt und ich kenne den ganzen Artikel nicht, deshalb weiß ich nicht, inwiefern das aus dem Kontext gerissen ist. Also das als kleiner Disclaimer. Oh, Eva Schulz hat auf meine Story geantwortet. My little moment of fame, okay, cool. Also, das habe ich hier in meiner Story auch veröffentlicht. Das heißt, vielleicht habt ihr das schon gesehen. Es ist ein Repost von Oya und dann von Nora Vanessa. Und die hat einen Auszug aus dem Spiegel-Magazin gepostet. Und da steht, eine halbe Stunde. So lange nahmen sich die Abgeordneten des Deutschen Bundestags im Juni Zeit, einen Antrag zur Aufnahme afghanischer Ortskräfte zu diskutieren. Die Grünen hatten gefordert, dass Afghaninnen und Afghanen, die für die Bundeswehr und andere deutsche Institutionen gearbeitet hatten, schnell und unbürokratisch nach Deutschland geholt werden. Union und SPD lehnten den Vorschlag mit ihrer Mehrheit im Parlament ab. Die FDP enthielt sich. Ich glaube, ich muss da nichts zu sagen, oder? Das ist halt einfach, ja, falls ihr nicht wisst, wen ihr wählen sollt, weil ihr maximal frustriert seid, wie ich. Maximal frustriert, das klingt jetzt ein bisschen übertrieben. Ich führe eigentlich ein sehr glückliches Leben, aber gewisse Punkte sind natürlich einfach frustrierend, wie zum Beispiel, dass es irgendwie keine große Partei gibt, die so richtig alle Ziele abdeckt, die für mich wichtig wären, wie zum Beispiel Klimaschutz, aber eben auch viele soziale Themen. Und selbst die Grünen, ich könnte mir vorstellen, dass viele von euch denken, dass ich sehr links und grün bin. Und bis zu einem gewissen Punkt stimmt das bestimmt auch. Aber selbst bei den Grünen gibt es viele Themen, die nicht genug abgedeckt werden. Und dann muss man sich letztendlich informieren und gucken, was ist das geringste Übel oder welche Partei geht noch am meisten in die Richtung, in die man gehen möchte und, wie ich auch oft denke, welche Partei hat das meiste Entwicklungspotenzial. Aber letztendlich muss man auch weiterhin dann mit so Sachen wie Fridays for Future oder so Druck machen, weil die Politik kriegt es ja irgendwie nicht alleine auf die Reihe. In solchen Momenten denke ich mir dann immer wieder so, vielleicht sollte man selbst in die Politik gehen, aber dafür ist nun mal wirklich auch nicht jeder gemacht und ich weiß nicht, ob ich das könnte. Also ich habe den größten Respekt für Menschen in der Politik, die ihren Job gut machen. Es gibt sehr, sehr viele Leute, die diesen Job furchtbar schlecht machen. Und ich würde immer eher gucken, wie ich meine Stimme am besten einsetzen kann. Und das muss nicht für jeden Menschen bedeuten, in die Politik zu gehen. Aber vielleicht seid ihr ja eine Person, die in die Politik gehen möchte. Wir brauchen mehr gute Menschen in der Politik. Es gibt mit Sicherheit auch irgendwelche kleinen Parteien, die gute Ideen haben und die vielleicht ein bisschen Push bräuchten. Ich kenne mich da auch nicht so gut aus. Falls es jetzt hier noch vor der Wahl ist, werde ich euch mal was verlinken, wo ihr euch informieren könnt über die Wahlen. Aber ansonsten hoffe ich einfach, dass ihr das bereits gemacht habt und dass ihr wählen wart. Und falls ihr dieses Mal nicht wählen wart, bitte geht das nächste Mal. Wahlen finden ja immer wieder statt. Und selbst wenn es nur irgendwie in eurem Kreis ist, in eurer Stadt, es muss ja nicht direkt die Bundestagswahl sein, es ist alles wichtig, es ist unfassbar wichtig. In jedem kleinen Bereich können auch VorreiterInnen entstehen, die vielleicht
ein Konzept für ganz Deutschland oder Europa sogar inspirieren. Politik und Wandel, Veränderungen fangen im Kleinen an und werden dann hoffentlich immer größer. Okay, das war das kleine große Wort zum Montag. Ich kann mir aber vorstellen, dass die meisten Leute, die hier zuschauen, sowieso wählen gehen und einfach sehr ähnlich ticken wie ich. Aber ihr könnt ja auch mit Menschen in eurem Umfeld sprechen, Leute, die nicht so gern Sachen auf Social Media teilen. Müsst ihr ja nicht. Ihr könnt ja auch im echten Leben eure Informationen teilen, euren FreundInnen über den Messenger-Dienst eurer Wahl einen Link schicken, damit die Petitionen unterschreiben oder spenden. That's that. Richtiger Thank you for coming to my TED Talk Moment. Mein Tag geht jetzt damit weiter, dass ich mich erstmal 10 Minuten aufs Bett lege, wieder ein bisschen meinen Fokus finde. Dann passiert hier wahrscheinlich eine kleine Make-up-Situation, weil ich eigentlich heute noch filmen wollte. Jetzt bin ich so ein bisschen aufgewühlt, aber ich hoffe, dass ich gleich wieder so ein bisschen schaffe, mich zu fokussieren und zu konzentrieren und dass das mit dem Film dann ganz gut klappt. Ich habe das Konzept ja heute Morgen fertiggestellt und deshalb denke ich eigentlich, dass das was werden sollte. Drückt mir die Daumen. Leute, ich habe es geschafft. Ich habe es abgedreht. Ihr seht es ja schon so ein bisschen an meinem Look, dass es um LGBTQIA+-Themen geht. Und ich bin gerade echt happy, dass es einfach jetzt fertig ist. Und ich kann nicht mehr richtig gucken, weil ich die ganze Zeit vor der Softbox stand. Jetzt habe ich sie ausgemacht. Und eigentlich finde ich das Bild so auch ganz gut. Aber es ist halt ein bisschen professioneller mit guter Beleuchtung. Der Hintergrund ist halt auch so ein bisschen mau. Aber was soll ich machen? Man muss mit den Mitteln arbeiten, die man hat. Und irgendwie eine Flagge aufzuhängen, die hätte den Hintergrund eventuell auch ausgefüllt, war ein bisschen too much. Also einfach, weil es ein informatives Video sein soll und ich nicht zu viele Farben schon da drin haben wollte, falls ich Sachen einblenden möchte. Aber deshalb hatte ich dann nicht so viele Hintergrundmöglichkeiten. Und der Hintergrund, den ich sonst für meine Videos nehme, der hier, der ist natürlich auch schön. Aber für so ein journalistisches Video vielleicht ein bisschen zu gemütlich. Also würde ich das jetzt nur für meinen YouTube-Kanal machen und einfach mit euch über solche Themen quatschen, dann finde ich sowas eigentlich super, weil das so einen cozy Vibe macht. Aber dadurch, dass es ja auch für die Uni ist, habe ich mich jetzt für die weiße Wand entschieden. Auch wenn mir schon häufiger gesagt wurde, dass ich mit meiner hellen Haut mich nicht vor eine weiße Wand stellen sollte. Ich sagte zu, I don't care. Klar gibt es Farben, die die Hautfarbe besser hervorheben, aber mich stört das nicht, wenn ich blass aussehe. Wisst ihr, also blass ist für mich keine negative Bezeichnung. Ich habe früher so damit gestruggelt, dass meine Haut immer als eher so kränklich blass bezeichnet wurde. Und jetzt mittlerweile own ich das einfach und bin so, das ist meine Hautfarbe und nein, ich bin nicht krank. Das ist einfach meine Haut. Und deshalb, ja, ist auch weird irgendwie über so Hautfarbenprobleme als Weiße zu sprechen. Das ist natürlich was ganz anderes als Rassismus oder so. Es ist einfach nur so unnötige Kommentare, die man manchmal zu seinem Körper irgendwie bekommt. Und mittlerweile denke ich mir einfach so, meine Haut ist schön, so wie sie ist. Und vor allem sehe ich das auch nicht, die zu ändern oder so. Also dieses künstliche Bräunen kommt für mich einfach nicht in Frage, weil ich gehe in die Sonne, wenn ich halt in die Sonne gehe. Ich benutze aber halt auch 50er Sonnencreme, das heißt, bräunen ist nicht so. Ich werde aber auch am restlichen Körper einfach nicht braun. Das ist einfach anscheinend bei mir nicht so ein Ding, dass ich so braun werde. Ich kriege auch nicht schnell Sonnenbrand, also beides irgendwie nicht. Keine Ahnung, aber ich passe auch immer echt gut auf, deshalb kriege ich wahrscheinlich keinen Sonnenbrand. Und es gibt eben Leute, die werden braun und es gibt Leute, die werden eben nicht braun. Und beides ist vollkommen okay. Und ich werde mir jetzt nicht hier irgendwie extra viel Bronzer ins Gesicht machen. Ich habe früher mein Make-up mit viel Bronzer und so gemacht, weil ich halt dachte, das sieht dann irgendwie besser aus. Und dann, dass ich halt nicht aussehe wie so ein weißer Geist oder so. Aber weißer Geist ist für mich auch gar nicht negativ. Das ist einfach so ich bin ein weißer Geist. Aber das ist für mich, ja, einfach normal. Also falls ihr damit irgendwie struggelt und Leute euch ständig sagen, oh, du bist so blass. Own it. Girl, boy. Whatever you are identifying as. Ihr seid alle super, so wie ihr seid. Ich habe mir heute Mittag ein bisschen Chili gekocht. Chili.
Und das werde ich mir jetzt nochmal warm machen und freue mich einfach sehr, dass ich das jetzt essen kann und nicht noch was kochen muss. Ich drehe gerade parallel ein Food Diary, deshalb werde ich euch das jetzt nicht zeigen und wie das gemacht wurde und so. Das seht ihr dann in dem Video. Wann das kommt, kann ich euch nicht sagen. Aber es kommt, vermutlich. Immer wenn ich so Videos erwähne, habe ich den Druck, dass ich sie auch hochladen muss. Also erwartet lieber nicht zu viel. Ihr wisst, wie dieser Kanal läuft. Nach Gefühl, weil so einfach der beste Content entsteht. Es mag nicht bei jedem so sein, für manche funktionieren vielleicht Upload-Schedules. Ich lade aktuell zweimal die Woche hoch, weil ich einfach Bock drauf habe. Aber es gibt auch Phasen, da habe ich eben keinen Bock drauf und das ist dann auch vollkommen okay. Also nicht jeder Mensch funktioniert gut unter klar strukturierten Plänen. Let's leave it there. Ich wünsche euch einen fantastischen Abend, Mittag, Morgen, Nacht, welche Zeit auch immer es gerade bei euch ist. Ach hier übrigens, so habe ich den Ohrring heute gestylt. Habt ihr das schon gesehen? Zusammen mit dem kleinen süßen Planetchen. Ja, danke fürs Zuschauen. Da und da kommt ihr noch zu zwei weiteren Videos. Hier in der Mitte könnt ihr mich gleich abonnieren. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder.